Moin, wir sind David und Melinda und seit 24 Monaten sind wir schon unterwegs. Von Portugal haben wir bisher immer Gutes gehört, außer es ging um Stellplätze. Dann gab es gefühlt immer Stress. Deswegen waren wir uns nicht sicher, ob wir hier überhaupt willkommen sind und ja, und wir überhaupt schöne Plätze finden. Aber so viel sei schon mal gesagt, die Sorgen sind unbegründet gewesen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Falls ja, dann lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal und verpasst nicht das Video nächste Woche. So, und jetzt viel Spaß beim Schauen. Hallo aus Lissabon. Wir stehen hier auf einem Campingplatz, sehr stadtnah. Deswegen hört man hier auch die ganze Zeit die Autobahn. Aber man hört hier auch Hühner und Vogelgezwitscher. Also richtig schön. Wir sind so ungefähr eine Viertelstunde im Taxi von der Stadtmitte entfernt. Deswegen packen wir jetzt die Sachen und bestellen uns ein Taxi und fahren nach Lissabon rein. Es ist ja bald 1. April. Normalerweise mache ich keine April-Scherze, aber dieses Mal habe ich mir ein bisschen was für Melli überlegt, um sie so ein bisschen aus der Haut fahren zu lassen. Mal schauen, ob mir der ein oder andere Scherz gelingt, weil sie hat eine sehr, sehr gute Spürnase, was Scherze angeht. Jetzt erstmal ab nach Lissabon. Ja, übrigens, unser Campingplatz ist hier und Lissabon, die Altstadt, hoppla, ist hier so in dem Kreis und auf dem höchsten Punkt von Lissabon ist hier oben ein Gefängnis. Und da ist eine Bewertung drin von Leo, 13 Rezensionen hat dieser Typ. Essen leider schlecht, die Company auch, 2 Sterne, weil man aus dem 3. Stock eine ganz ordentliche Sicht hatte. Aber schon krass, dass an diesem Punkt, was eigentlich einer der höchsten Punkte hier in Lissabon ist, ein Gefängnis einfach ist. Ne? Also das war auf jeden Fall lecker. Wir hatten ein Iced Filter und ein Cold Brew und super gut hat das geschmeckt. Coffee and People heißt das. Da das aber für euch ein bisschen weit weg ist, jetzt von Deutschland nach Lissabon zu fahren, haben wir uns was überlegt und zwar guckt mal auf unserer Website vorbei, www.melindaundavid.de. Vielleicht gibt es ja zu Hause so einen guten... Wow, regnet's? Schregnet. So einen guten Kaffee. Ja. Irgendjemand liest, glaube ich, seine Blumen. Irgendeiner versucht hier Kaffee aufzubrühen. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Ja, genau, Kaffee zu Hause vielleicht. Ja, vielleicht findet ihr bis da... Bis ihr dann das nächste Mal nach Lissabon. Genau, dann könnt ihr da schon mal ausprobieren. Und wir machen uns jetzt weiter. Wir laufen jetzt weiter. Weiter. Ja, nachdem wir richtig guten Kaffee getrunken haben, haben wir uns dieses Viertel nochmal angeschaut und sind dann weiter ins nächste Viertel. Und das heißt, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, Caix do Sodre. Da sind wir dann hingelaufen und da gab es einen riesengroßen Markt mit Essensständen und lokalen Spezialitäten. Die berühmte Pink Street mit den Regenschirmen über dieser pinken Straße, die aber allerdings gerade renoviert wurde und frisch gestrichen wurde. Und überall viele kleine Geschäfte und noch mehr kleine Cafés. Und jetzt sind wir im Viertel Barrio Alto, eines der ältesten Viertel hier von Lissabon. Es gibt hier eine Boulangerie, auf Spanisch Panaderia und auf Deutsch eine Bäckerei und wir gucken, ob wir da ein gutes Sauerteigbrot finden. Und dann nehmen wir die Cable Car und fahren ein bisschen. Ja, hier sieht es nämlich echt aus wie in San Francisco. Es gibt ja hier diese eine berühmte Brücke und diese Straßenbahn. Und damit fahren wir gleich mal, mal gucken, wie das funktioniert. Ja, hier im Barrio Alto ist eigentlich richtig cool das Viertel. Das ist so ein sehr altes Viertel, aber man kann hier wohl auch sehr gut ja, so feiern. So Nachtclubs und sowas. Und wenn es hier dunkel wird, dann geht hier wohl richtig die Post ab. Das werdet ihr hier in dem Video aber nicht sehen. Wir sind ja frisch gebackene Hundeeltern und müssen Pampers wechseln. Also frisch gebacken auch nicht mehr, aber natürlich, wenn es dann zieht schon alleine lassen. Es geht nicht und alleine feuern. Geht auch nicht, ne? Das geht nicht. Ich will aber nicht. Ich will gar nicht alleine feiern. Warum soll ich alleine feiern? Ich kenne hier doch niemanden. Ja. Ja, oder wir müssen dann seid ihr abends raus. Aber irgendwie unterwegs ist man nicht so. Immer irgendwie selten feiern. Ich weiß auch nicht warum. Naja, wir sind jetzt auch schon 26, ne? Das ist jetzt auch nicht mehr das Alter. Ja, ich kann ja 16 mehr. Aber wenn ihr hier seid, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Das sieht nämlich sehr schön aus und es gibt hier viele Kneipen.
Boah, das ist so voll da drin. Also, ich glaube, wir laufen. Ist mir ein bisschen zu eng. Vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht ja morgen. Morgen, vielleicht in der Früh. Jetzt ist irgendwie, glaube ich, richtig viel los. Ja, ist richtig viel. Ja. Zu viel. Naja. Und jetzt so was typisch Portugiesisches. Pastel de Nata. Das kenne ich eigentlich schon, aber nicht in Portugal gegessen. Wir haben extra so einen Laden gesucht, der nicht so touristisch ist und es hat sich gelohnt, es ist richtig lecker. So, damit ist der erste Tag Lissabon auch schon vorbei. Wir holen uns jetzt wieder ein Taxi und fahren für 9 Euro zurück zu unserem Campingplatz. Ist richtig spannend gewesen heute hier. Also mich erinnert das total an, ich weiß nicht, ich war ja noch nie in Brasilien, aber mich erinnert das so an die Dokumentation und so, die man so aus Brasilien kennt. Und auch so vom Feeling her, die Leute reden hier schon, ja, auch so, natürlich jetzt einen brasilianischen Einfluss irgendwie, weil man da ja auch dieselbe Sprache hat. Naja, was ich einfach sagen möchte, ist, dass es hier so anders ist wie in Spanien und uns hat es hier auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja. Jetzt gehen wir heim zu unserer kleinen Nusa, wir wissen die nämlich ganz doll. Aber konnten über die Kamera die ganze Zeit sehen, dass es ihr gut geht. Und ja, sie hat auch. Vier Stunden. Ja, 4 Stunden waren wir jetzt weg und es, ja, das ist halt einfach so. Aber ihr ging es gut, sie hat viel geschlafen, haben wir über die Kamera gesehen. Und ja, jetzt gehen wir mal eine Runde spazieren und wir melden uns dann morgen wieder. Hier in Portugal ist der Frühling bereits ausgebrochen und es wird von Tag zu Tag wärmer. Der Frühling ist die perfekte Zeit, um sich von den schweren Stoffen des Winters zu verabschieden und auf eine neue Garderobe umzusteigen. Kleidung von Armed Angels zu tragen fühlt sich für uns noch mehr nach Frühling an, weil die Kleidung leicht, weich und bequem auf der Haut liegt, was perfekt für den Frühling ist. Es gibt eine breite Palette an vielen unterschiedlichen Kleidungsstücken in vielen Farben. Insgesamt ist Armed Angels eine großartige Auswahl für uns, wenn es darum geht, nachhaltigere und ethischere produzierte Kleidung zu kaufen, die gut aussieht und sich gut anfühlt. Stöbert gerne mal auf deren Webseite und mit unserem Code David und Melinda 15 könnt ihr 15% auf euren Einkauf sparen. Alle weiteren Infos in der Videobeschreibung. Ja, der erste Tag in Lissabon war vorbei, war richtig schön, aber der nächste Tag begann ganz anders, als wir das geplant hatten. Unsere kleine Nusa hat schon seit längerer Zeit ja, ein bisschen Probleme beim Stuhlgang und ja, am Abend bzw. am Morgen gab es richtigen schleimigen Kot. Und das hat uns natürlich riesengroße Sorgen gemacht, weshalb wir unsere kompletten Pläne für den Tag über den Haufen geschmissen haben und mit ihr zum Tierarzt sind. Wir waren jetzt schon in Italien beim Tierarzt, in Spanien beim Tierarzt und natürlich müssen wir auch in Portugal zum Tierarzt. 70 Euro hat das gekostet. Vielleicht schreiben wir mal einen Reiseführer. Die besten Tierärzte weltweit. Über the best Tierärzte. Als wir dann draußen waren mit Medikamenten, haben wir uns dann ins Café gesetzt und haben auf das Ergebnis vom Tierarzt gewartet. Das war Gott sei Dank negativ. Sie hat eine Magenschleimhautentzündung und die Medikamente, die wir bekommen haben, werden ihr dabei helfen, aber es sind keine Würmer oder so etwas vorhanden. Dann haben wir noch versucht, einen Blick auf diese berühmte Brücke zu erhaschen, die es da ja gibt, die so ähnlich aussieht wie die in San Francisco. Und ja, das haben wir auch geschafft. Allerdings mit einer läufigen Hündin in der Stadt ist das nicht ganz so einfach gewesen. Wir müssen jetzt flüchten. Was heißt flüchten? Aber da sind so viele Hunde und die wollen alle Nusa besteigen. Deswegen konnten wir nur so einen kurzen Blick auf die Brücke erhaschen. Vielleicht haben wir morgen früh nochmal mehr Glück und finden irgendwie einen anderen Spot. Jetzt fahren wir aber erstmal wieder. Es ist nämlich schon richtig spät geworden. Und wir fahren jetzt mal zurück wieder zu unserem Campingplatz. Und dann würde ich mal sagen, ne? Hasta mañana. Hasta mañana. Der nächste Tag fing aber dafür umso witziger an. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich gehe jetzt mal mit Nusa spazieren. Und wenn ich gleich zurück bin, habe ich mir was Lustiges für Melly überlegt. Und zwar haben wir 2 Zahnbürsten. Eine zum Zähneputzen und so eine ganz alte. Die ist schon sehr, sehr alt und die benutzen wir immer, um irgendwelche komischen Sachen zu putzen im Waschbecken. Oder wenn Nusas Spielzeug so ein bisschen in den Rillen ein paar Essensreste hat. Die sehen aber genauso aus wie Mellys Zahnbürste. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, könnte man ja vertauschen. Hallo? Habt ihr gespielt? So, ich würde sagen, fertig machen, anziehen und dann ab nach Lissabon, oder? Ja. Zähne putzen, Gesicht waschen und so. Bringst du noch den Müll raus? Ja. Okay, Dirk.
ließ gerade draußen Müll wegbringen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt nur so tun, als würde ich sie austauschen. Also ich werde jetzt nicht wirklich diese ekelhafte Zahnbürste geben. Ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Wir leben ja nur auf 10 Quadratmeter. Man kann sich ja nicht wirklich voneinander verstecken. Und wenn sie jetzt zurückkommen, wir machen uns schön fertig. Ich habe schon mal mein Outfit an. Und dann putzen uns die Zähne und gehen nach Lissabon rein. Hm. Nicht vielleicht schlecht. Wie unterscheidest du eigentlich diese Zahnbürste von der, die im Waschbecken gibt? Ist ja noch nie mal so, dass die runtergefallen ist und vertauscht war oder so? Ne? Muss schon rauffallen. Beim Zähneputschen oder was? Mir ist das vorhin passiert. Dass mir das umgekippt ist und ich wusste nicht mehr, welche Zahnbürste welche ist. Und dann habe ich die halt einfach dir vom Waschbecken vielleicht reingemacht. Ehrlich? Mhm. Ja. Nein. Doch, die sehen doch voll gleich aus. Jetzt hast du dir die Zähne mit Nusas Zahnbürste geputzt. Ehrlich? Weißt du nicht? Mhm. Die eine ist doch immer viel nasser wie die andere. Ah. April, April! Haha! So leicht habe ich dich verarscht. Wäre schon eklig, oder? Richtig eklig. Also die schmeiße ich jetzt in den Müll, die Zahnbürste. Ja, und nach dem 1. April-Scherz überhaupt in unserer Beziehung, und wir sind schon fast 8 Jahre zusammen, sind wir wieder ins Taxi gestiegen und rein in die Stadt gefahren. Wir sind jetzt unterwegs ins Viertel Alfama und dann gucken wir uns heute auch nochmal die Brücke an. Haben nicht das beste Wetter, aber es ist ja, trotzdem auch irgendwie, glaube ich, ganz schön, das so zu sehen. Ein bisschen bewölkt draußen. Alfama ist der älteste Stadtteil von Lissabon und liegt auf einigen Hügeln mit Blick auf den Fluss Tajo. Die historische Straßenbahn fährt hier durch und man hat einige Aussichtspunkte und von überall einen schönen Ausblick. Dazu gibt es unzählige Restaurants und kleine Geschäfte. Ja, und da mussten wir plötzlich doch wieder aufhören zu filmen, denn unsere Designerin hat uns angerufen und gesagt, dass unser E-Book fertig ist. Und dann waren wir natürlich völlig aufgeregt und ja, konnten es gar nicht wirklich glauben, dass es wirklich fertig ist, und mussten da aber noch super viel Arbeit rein investieren in unseren Shop und alles Mögliche. Wir mussten Korrektur lesen und das nicht nur einmal. Und wir mussten echt noch richtig viele Sachen im Hintergrund bearbeiten, weshalb wir dann aus Lissabon abgereist sind, um ja an einem ruhigeren Ort in Ruhe arbeiten zu können. Ja, im nächsten Video erzählen wir euch gerne mehr zu unserem E-Book und zu der ganzen Arbeit, die dahinter steckt. Aber jetzt kommt's. Wir sind von Lissabon weiter nördlich gefahren und ja, jetzt kommt das, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Wir haben immer gehört, es ist super schwer, Stellplätze zu finden, gerade an der Küste, oder es ist mega schmutzig, oder es gibt super, super viele Barrieren, um ja, dass wir mit unseren Autos da gar nicht rankommen. Oder man steht wirklich Van an Van an Van, wie auf so einem mega großen Parkplatz, und hat gar keine Chance, irgendwie so ein bisschen Luft zu atmen, ohne jemand anderen auf den Sack zu gehen. Aber hier ist das komplette Gegenteil. Also wir sind hier auf so vielen schönen Stellplätzen gewesen. Wir konnten nicht alle filmen, weil wir sehr viel am Arbeiten waren. Aber wir haben Plätze gefunden, wo wir niemanden stören, wo wir richtig viel Platz haben. Und das hat uns total überrascht. Also das finden wir richtig klasse. Natürlich sollte man darauf achten, wie man sich verhält, nicht campieren, auf jeden Fall kein Müll da lassen, kein, ja, weiß ich nicht, verhaltet euch so wie in eurem eigenen Garten, aber ohne die Gartenmöbel. Und dann ist es, glaube ich, gar kein Problem. Es gibt hier im Norden, gerade an der Küste, sehr, sehr viele Naturschutzgebiete, aber auch im Landesinneren und andere geschützte Bereiche. Da sollte man sich natürlich nicht hinstellen und Verbotsschilder akzeptieren, aber überall, wo es nicht verboten ist, so wie jetzt hier, dürfen wir stehen. Und das haben wir wirklich überhaupt nicht erwartet. Von daher ist das richtig, richtig cool.
So, und dann sind wir noch nach Péniche gegangen. Das ist eine ganz kleine süße Stadt und wurde uns auch empfohlen. Fanden wir auch sehr schön, aber wir konnten echt nicht mehr filmen wie das, was wir euch jetzt noch zeigen. So, unser Auto ist geparkt und jetzt geht's rein in die Stadt. Ja, schau mal. Ist auf jeden Fall eine abenteuerliche Elektroinstallation, oder? Oh. Ja, das sieht aus wie bei uns im Bus. Und bei uns im Bus funktioniert es auch. Ja. Also nicht ganz so schlimm. Aber bei uns im Bus sind die Kabel ein bisschen bunter. Oder? Warum der? Boatard. Boatard, ah. Boatard. Não vou dizer, vou dizer de manhã. Sim, sim, sim. Depois primeiro, boa tarde. Sim, vale. Depois tem a noite. Ah, boa noite, sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ok, ok. Okay? Obrigado, boa tarde. Ja, wieder was Neues gelernt. Boa, bom dia, sagt man am Morgen. Boa tarde, sagt man am Mittag, Nachmittag. Und boa noite, sagt man dann als gute Nacht. So. Wir waren zwischendurch so kaputt. Wir haben bis nachts am Rechner gesessen. Wir haben so viele Stunden gearbeitet. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ihr kennt das, irgendwann sind die Akkus halt auch einfach mal leer. Und deswegen haben wir von Péniche nicht so viel sehen können. Wir hatten uns hingesetzt und haben uns dann noch mit Freunden getroffen. Elena und Ben, die übrigens hier in Portugal ist ihre zweite Wahlheimat. Da haben sie im Hafen haben sie sehr lange Zeit mit ihrem Boot gestanden und kommen jetzt auch wieder zurück aus Griechenland. Und mit denen haben wir uns getroffen, haben uns richtig gut unterhalten. Auch beide veröffentlichen jetzt ebenfalls auch ein Kochbuch. Und es gibt auch den Kanal von Elena und Ben, also schaut da gerne mal auf YouTube vorbei, falls ihr euch dafür interessiert, wie das Leben auf einem Boot ist. Kann ich euch nur empfehlen, zwei richtig, richtig sympathische Menschen und ja, mit denen haben wir uns total verquatscht, deswegen gab es von Péniche nicht so viel zu sehen, aber das, was wir gesehen haben, fanden wir richtig. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Ich mache jetzt Feierabend und werde den ganzen Sonntag nur faulenzen und nichts machen. Ich wünsche euch wunderschöne Ostern oder was für Feiertage ihr auch immer habt. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.